Komm hoch mit der Nase. Hoch mit der Nase, los. Deshalb Vorsicht bei hohen Geschwindigkeiten in der niedrigen Atmosphäre mit Gravity Turns. Ist das Beispiel direkt erfolgt, warum man da vorsichtig sein muss. So. Aber nichts Schlimmes passiert. Apoapsis ist auf einem ganz fürchterlichen Niveau. Ich muss mal gucken, dass ich hier hochkomme. So. Oh Gott. Wenn ich... Deshalb lese ich normalerweise den Chat nicht, während ich fliege. Weil ihr A, eh nichts Vernünftiges sagt. Das muss man ja der Fairness halber mal dazu sagen. Und B, es einfach fürchterlich vom Fliegen ablenkt. Und mich fürchterlich viel Sprit und Zeit kostet. So. Ja, natürlich blame ich euch. Um Himmels Willen. Deshalb seid ihr doch hier. So. So müsste das jetzt aber ganz gut passen. Wir haben eine hohe Thrust Weight. Da können wir relativ flach rausgehen. Das sollte hinhauen. Das sollte hinhauen. Und hallo auch an den Herren Emojack. Was sagt denn unsere verbleibende Delta V? Ja, das sollte gut aussehen. Ich bin mittlerweile von diesen niedrigen Zahlen immer so fürchterlich geschockt. Weil man bei Real Solar System so fürchterlich viel immer für alles braucht. Aber am Ende des Tages reicht das, glaube ich. Ich meine, wir sind jetzt fast im Orbit angekommen, dann haben wir noch 4000 irgendwas Delta V. Das ist mehr als genug. So, dann weg damit. Brauche auch keine Sau. Und dann können wir schon mal Los Antennos anmachen, wenn ich sie wiederfinde. Da. Extend Antennae. So. Dann haben wir schon mal ein bisschen Funkverbindung und mogeln uns jetzt mal so langsam in Orbit hoch. Das machen wir jetzt aber mal tatsächlich im Time Warp, bevor ich da zu flach komme. So, und es gibt, ja, natürlich gibt es Gravity Turn Autopiloten. Soll jeder auch gerne benutzen, der das möchte. Ich möchte das tatsächlich nicht. Ich flieg selber. Aber das ist Geschmackssache, tatsächlich. Und das sollte jeder für sich selber rausfinden, ob er das will. Ich habe das früher mal gemacht, also ganz, ganz viel früher, also noch bevor ich mit Streamen von KSP überhaupt angefangen habe, habe ich auch sehr viel mit MechJab Autopilot dann gemacht, auch die Ascent Guidance und so viel genutzt. Aber mir persönlich hat es einen Teil des Spielspaßes rausgenommen, weil ich sehr, sehr gerne solche Manöver selber fliege. Und hi Hannibal, danke für dein Follow, willkommen bei den Körbonauten und viel Spaß beim Zuschauen. So, wir machen hier mal den Antrieb an, um uns in den Orbit zu hieven. Und dann machen wir unseren Transfer rüber nach Minmus und kümmern uns mal um unsere Touris auf der Station. So, da soll's hingehen. Dafür können wir theoretisch einen kleinen Change machen, oder aber ist das so viel ab? Naja, es ist schon ein bisschen ab. Na gut. Wo sind wir? Da sind wir. Mhm. So, wenn wir das jetzt hier rantüdeln, dann sollte das so. Nee, jetzt hat er natürlich das Ziel wieder umgesetzt. Zack, set as target. Sehr schön. So, einmal die Nupsi-Pfeile da zueinander bringen. Deshalb, wie es gerade aussieht. So. Und wir wollen nach oben auf die Umlaufbahn vom Minmus angleichen. So. Gut. 200 Delta V haben wir, glaube ich, sogar noch. Ja, locker in der jetzt aktiven Stufe drin. Das ist also überhaupt kein Problem. Wir brauchen da ein paar Sekunden, um das zu zünden. Das heißt, ich würde sagen, wir warpen einfach mal direkt zum Manöver. Die paar Minuten. Das stört ja keinen. So, und dann können wir direkt. Ne? Ach, wisst ihr, was ich nicht angepackt habe?
Ein Reaction Wheel, hat wieder keiner dran gedacht. Okay, kurz mal Schub geben mit dem Triebwerk, um ihm so ein bisschen Drall zu geben. Reaction Wheel hätte natürlich total geholfen, wenn man die Rakete drehen möchte, ohne dauernd ein Triebwerk anzumachen. Aber es geht, wie gesehen, auch ohne, indem man einfach einen kurzen Schub gibt, ihm Drall gibt und dann ausmacht und wartet. So, und jetzt geben wir ihm wieder einen kurzen Schub, um ihn auf das Manöver auszurichten. So. Und Feuer frei. Voila. Ein bisschen noch. So. Das reicht. Und dann erstmal an den Orofaxe. Vielen Dank fürs Follow. Viel Spaß beim Zuschauen. Und wir können uns jetzt mal das Manöver vorbereiten. Ich peil das mal so. Wo ist er? Da ist er. Simon 50, sieht gar nicht schlecht aus. Jetzt gucken wir mal, wie wir da reinkommen. Wir kommen quasi fast über den Nordpol rein. Ja. Ich würde sagen, das nehme ich doch mal so. Das ist ja für Scannen quasi ein idealer Anflug. Lasst es uns so tun. Lasst es uns exakt so tun. Wir müssen dann halt noch ein bisschen nachkorrigieren, dass wir die Höhe machen, aber das machen wir mit Kurs. Das ist einfacher, als jetzt rumzuspielen. So, das heißt, wir haben in 22 Minuten einen 18-Sekunden-Burn vor uns. Staging sieht auch gut aus. Und der Stream läuft seit 42 Minuten und 7 Sekunden laut meine Anzeige. Und Minmus ist nicht tidal-locked, nur der Mond oder der Moon ist tidal-locked, Minmus nicht. Minmus dreht sich tatsächlich. So, wir können zum Manöver warpen eigentlich, oder? Irgendwas tun, irgendwas beachten? Eigentlich nicht. Wir geben ihm dann nochmal gleich einen kurzen Schwung, um uns rumzudrehen in Richtung... In Richtung Manöver. Ich hoffe, das wird nicht zu dunkel hier. Oder zu lange dunkel, aber das sieht gut aus. Und ich denke, auch mit einem tidal-locked Mond müsste es kein Problem sein. Du musst halt ein bisschen Geduld haben. Weil sich dein Orbit trotz allem durch den Umlauf leicht verschiebt. Also du musst dann natürlich einen Monat lang fliegen oder sowas. Also ein Mondmonat. Wie auch immer der lang ist. Beim Moon ist er natürlich deutlich kürzer als beim echten Mond. Weil du dann auch über alle potenziell erreichbaren Biome kommst. Ist halt einfach eine Zeitfrage. Also es ist nicht so, als ob es nicht funktionieren würde. So, wir drehen uns mal wieder. Wie gesagt, ich mache das immer nur mit einem ganz kleinen Burn, damit ich einfach den Impuls geben kann. Das versaut mein Manöver nicht zu sehr. Gut, jetzt ist auch ein 870 Delta-V-Manöver, da müssen wir jetzt nicht kleinig sein. Und damit hat man eine Drehung. Also wenn ihr mal sowas habt wie Reaction Wheel vergessen, so wie ich jetzt, macht's halt so über den Engine. Ganz leichte Zündung, gebt ihm seinen Drift mit, macht das Triebwerk wieder aus. Und wenn er an die Stelle kommt, wo euer Manöver ist, dann Triebwerk wieder an, auf das Manöver ausrichten. So, ich fliege jetzt schon einen Teil des Manövers natürlich dabei. So, wenn er stabil ist, mache ich es jetzt kurz mal aus. Lass ihn noch ein bisschen driften, weil wir echt noch ein bisschen weit weg sind. Und dann machen wir gleich unseren Burn. Also wie gesagt, ihr habt immer die Möglichkeit, mit eurem Triebwerk da noch ein bisschen auszugleichen. Sachen nicht verloren geben, nur weil Plan A nicht funktioniert. Es gibt immer noch Plan B bis Z im Normalfall. Falls ihr da irgendwie detaillierte Fragen zu habt, guckt mal Hardcore Kerbel. Da gibt es ungefähr eine 90 Folgen lange Deklination durch alle Möglichkeiten, die man noch so hatte. So, und wir zünden jetzt mal gleich das Triebwerk, um uns in Richtung Minmus rauszuschießen. Mit unseren ganzen Scan-Möglichkeiten. Und dort unsere nächste Basis auszukundschaften. Die jetzt natürlich schon... Ich hoffe, das ist auch allen bewusst, die sich mit ihren Kerbals potenziell für Minmus beworben haben. Das ist jetzt natürlich auch ein bisschen gefährlicher, ne? Minmus birgt ein doch nicht unwesentliches Risiko in sich, dass
man verhungern könnte, wenn da irgendwas schief geht. Denn wir haben ja diese Toleranz von 15 Tagen, bevor die Kerbals verhungern oder homesick werden oder ihnen der Strom ausgeht und sie jämmerlich ersticken. Und da man nach Minmus halt einfach ein bisschen braucht, nämlich ziemlich nah an den 15 Tagen dran, ist es halt nicht mehr so wie am Moon, dass man sagt so, oh, ein Alarm ist angegangen, ich muss jetzt mal ganz schnell alle retten, sondern da kann es auch sein, dass, oh, ein Alarm ist angegangen, alle müssen sterben, angesagt ist. Ne? Also, gucken wir mal. Gucken wir mal. So. Und guck mal, jetzt scheine ich auch leicht genug zu sein. Also irgendwo muss ich so eine Art Reaction Wheel haben. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist eine Probe irgendwie so 0,0 irgendwas. Ja, Reaction Wheels sind mit drin. Die waren einfach nur zu schwach bisher. Jetzt kann ich sie zumindest auch mal drehen. So, wie sieht's aus auf dem Manöver? Wir sind noch nicht mal ansatzweise da, wo wir hin wollten. Hä? Da hat irgendwas nicht so funktioniert. Da müssen wir kurz noch mal ein kleines Korrekturmanöver einplanen. Oh, dieser Warp-Pfeil ist immer super gefährlich. So, wir machen einfach eine Mid-Course-Correction da so. Das ist nicht so weit weg. So. Nope. Zack, zack. Also was uns fehlt, ist ein bisschen Schwung. Aber... jetzt treffen wir den Mond im Vorbeiflug. Das ist auch nicht. Da ist er. Warum zeigt er mir den Vorbeiflug nicht sauber an? Jetzt. So. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Vorbeiflug. Sehr schön. Viel Schönes dabei. So, und wir hatten eh gesagt, wir wollen... so auf 750. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das geht. Es ist noch ein Vorbeiflug. Boah, aber ich glaube... ne? Bin mir nicht sicher, ob der so dolle ist. Puh, der ist aber echt weit weg. Der ist aber echt weit weg. Okay, dann machen wir das. Als Korrekturmanöver. Und ich weiß gar nicht, ob wir auf 750 Kilometer überhaupt einen sinnvollen Orbit hinbekommen. Vielleicht senke ich den lieber ein bisschen ab, oder? Ich meine, wir haben ja auch nicht so einen breiten Winkel, den wir abstreichen müssen. Was halte ich denn von mir irgendwie so... weiß ich nicht, 200 Kilometer oder sowas, 250, so wie die anderen. Machen wir 300 als Kompromiss, 350, so wie die anderen Scansatz, da ist ja schon einer vor Ort. Aber das mehr muss ja jetzt auch nicht sein, oder? Abgefahren. Okay, beim Monden kann es auch nur 200 Kilometer sein. Gut, dann gehen wir ein bisschen tiefer. Das ist mir sonst too much. So, jetzt holen wir den noch gleich sauber über den Polar Nupsi drüber. Wenn wir schon mal hier sind. Oder machen wir das so. Dann haben wir jetzt eine Mid-Course Correction in knapp 6 Minuten. Also richtig Mid-Course ist die auch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Dann kommen wir gut angeflogen und dort wären wir dann in 6 Tagen. Ja. Und da seht ihr schon, das birgt jetzt natürlich einfach ein höheres Risiko für Leute, die auf Minmus wohnen werden. So. Und Inklination war schon angepasst. Also von daher, ich hab's jetzt erst gelesen. So. Genau, der Oberth-Effekt. Der Oberth-Effekt, der besagt, je schneller sich ein Objekt bewegt, desto effizienter ist mein Treibstoff. Das gilt natürlich dann fürs Beschleunigen und fürs Bremsen. Deshalb macht man im Idealfall Beschleunigungsbrems oder generell Manöver immer auf der Periapsis im Vorbeiflug an einem Objekt, weil man dort am schnellsten ist. Genau, da kann man einiges an Delta V sparen. Macht dann übrigens auch Sinn, zum Beispiel Gravity Assists, wenn man die fliegen muss oder fliegt und sie auch noch mit
Unterstützung des Triebwerks fliegen möchte, dann sollte man das immer im Vorbeiflug auf der niedrigsten Stelle des Vorbeiflugs machen, also der Periapsis, denn dort ist es am effizientesten. Meine Güte. So, wir sind hier nicht mehr an der effizientesten Stelle, um den Burn zu machen, aber es ist auch nur ein kleiner Korrekturburn, der uns nicht viel Zeit kosten wird. Den machen wir auch ganz, 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 ganz vorsichtig, damit er so exakt wie möglich läuft. Ich werde dazu auch in die Map-Ansicht wechseln, damit wir sehen, wann wir es geschafft haben. Und jetzt denke ich mal so bei ungefähr um und bei 7, 8, 6 Sekunden, irgendwie so den Dreh, fange ich mal an zu burnen, um das vorsichtig genug machen zu können. Und jetzt kommt unser Manöver da rein. Jetzt machen wir mal ganz vorsichtig, jetzt ihm auch hinterhergehen hier, um das ordentlich zu machen. Ich möchte das nämlich schon gerne so genau wie möglich haben. Seht ihr, da geht es schon los. Ganz leichte Abweichung, aber wir sind immer noch gut über den Pol drüber. Das lasse ich gelten. 165 und dann machen wir uns hier ein neues Manöver rein. Zack. Zack, das wird unsere Bremsung in den Orbit. Die legen wir uns in die Alarmglock. Gott, ich übertreibe bei Mimus immer so fürchterlich. Tada. So. Die legen wir uns in die Alarmglock, damit wir den nicht verpassen. Und dann kann das auch schon losgehen. So, jetzt können wir nochmal gucken, ob wir mit unseren tollen Experimenten, mit denen wir unterwegs sind. Na, da können wir sogar noch Science sammeln. Es lohnt sich immer nochmal auf den Knopf drauf zu gucken. Ich vergesse es auch immer wieder gerne, aber hey. Ich wollte gerade sagen, was ist mit meinem Strom? Holy! Was ist hier los? Wartet mal, wir müssen die Antenne ein bisschen umstellen. Require complete, require wir nicht. Wir loan partial. Alter Verwalter. Was ist mit dieser Antenne kaputt? Das habe ich nicht sauber recherchiert. Aber das Schöne ist, ihr könnt mit diesem allow partial, könnt ihr es ja umstellen. Das heißt also, was ich jetzt gemacht habe, einfach mal, falls jemand so ein Problem reinläuft, in den neueren KSP-Versionen, zumindest kenne ich es erst seit den neueren, gibt es diesen Knopf hier. Der ist normalerweise an eurer Antenne gestellt auf Require Complete. Ihr kennt dieses Problem, das, was ich jetzt gerade auch hatte. Oh, nicht genug Batterien. Eigentlich erzeugt ihr genug Strom über die Zeit, aber die Antenne überträgt zu schnell, die Batterie lutscht sich leer, Übertragung wird abgebrochen. Dann könnt ihr klicken auf Require Complete und stellt das um auf Allow Partial. Dann kriegt ihr auch eine wilde Warnung, so, oh, und übertragene Daten können incomplete sein und korrupt werden und bla bla bla. Das ignoriert ihr einfach mal höflich, weil wir hier Kerbal Space Program spielen. Und sowas halt einfach passiert. So, und dann haben wir immer noch das gleiche Testergebnis, gleicher Umfang an links. Jetzt drücke ich wieder auf den dicken Transmit-Knopf. So, jetzt passiert natürlich wieder genau das gleiche. Es saugt mir stumpf die Batterie leer. Aber was jetzt passiert ist, er wartet einfach immer, bis wieder genug Strom da ist und überträgt den Rest raus. Das dauert jetzt einen Moment, aber so kommen halt nach und nach meine Science-Daten raus. Deshalb, ja, wäre schön gewesen, noch mehr Batterien zu haben, hätte aber auch scheiße ausgesehen. Und es funktioniert ja trotzdem. Ich weiß gar nicht, ob man weniger bekommt am Ende des Tages. Aber auf jeden Fall geht's raus. Und es nervt ein bisschen mehr. So, wir sind bei 90%. Das heißt, der ist gleich durch. Ich kann in Kerbal Alarmglock die Warp-Pfeile deaktivieren, beziehungsweise eine Sicherheitsoption doppelklicken. Das ist tatsächlich spannend. Ne, man redet hier nicht gegen eine Wand. Ich bin einfach nur ziemlich ignorant, was den Chat angeht. Wo finde ich das denn? Das kannst du gerne mal schreiben, Skunk Rider. Das ist natürlich gut, weil ich habe auch schon das ein oder andere Mal
es geschafft, darauf zu klicken. Gerade bei so Sachen wie RSS macht das eingeschränkt viel Spaß, wenn man aus Versehen auf den Warp-Pfeil drückt. So, jetzt ist unsere Forschung nach draußen übertragen worden. Problem gelöst. Wir haben Forschungsdaten bekommen. Die sind auch angekommen. Und wir können jetzt hier das Ding fliegen lassen. Wir haben in der Alarmglocke unser Dingens drin. Und wir konzipieren uns jetzt mal ein lustiges kleines Gefährt, das definitiv nicht klein sein wird. Denn wir müssen 14 glückliche, hoffe ich zumindest, glückliche Spacecamp-Teilnehmer zurückholen auf den Boden der Tatsachen und das im Idealfall leben. Denn das ist unsere nächste Generation Körbonauten. Wir hoffen ja, dass von den 14 Leuten, die wir hochgeschickt haben, so ein paar unqualifiziert genug sind, um Abonnenten Körbels zu werden. Genau, hier sind ja noch ein paar Leute und ich muss jetzt dann auch irgendwann mal die Minmus-Mission vorbereiten. Dafür brauche ich natürlich Personal. Was gibt es Besseres als Personal, was auf der Kotze Space Station ausgebildet worden ist? Von so professionellen Leuten wie Diana Kerman, unsere Level 2 Biologin, die da oben Gemüse anbaut. Von daher. Schauen wir mal, wie wir die da rausgekratzt bekommen. 14 auf einen Streich. Also es gibt ja jetzt zwei Ansätze, wie man sowas machen kann. Es gibt den vernünftigen Ansatz. Der vernünftige Ansatz ist, nimm eine möglichst preiswerte, im Idealfall zu teilen recycelbare Rakete und flieg dreimal oder so. Und es gibt den Kerbal Space Program Ansatz, der heißt, ich baue ein möglichst überdimensioniertes, viel zu teures Gerät, bei dem die Chance zu sterben bei weit über 90% liegt und versuche alle 14 in einem Anlauf zu holen. Ich weiß, wenn ich euch jetzt fragen würde, was ich hiermit explizit nicht tue, was ihr sagen würdet. Gucken wir mal. Also. Ich könnte natürlich mal meine Ingenieurskunst rumkünsteln lassen. Ach, das sind alles Touris, ne? Die können alle nicht steuern. Ich bräuchte jedes Mal noch einen Piloten dazu. Wartet mal, wartet mal. Piloten gibt es ja in Form von Probe Cores. Ha, passt mal auf. So, wir bauen jetzt ein Rückholmodul-Ding. Oh, jetzt Körbel-Alarmglock-Settings, Specifics, Dropdown-Menü, Warp-to-Alarms. Das müssen wir mal kurz machen. Settings, Specifics, Dropdown-Menü, Warp-to-Alarms. Enable Warp-to-Buttons. Raus, raus. Mir sind die Sicherheitsoptionen total egal. Ich hasse diese Option. Ich finde sie fürchterlich. Wenn ich irgendwo hinwarpen will, mache ich das schon. Weil Alarmglock holt mich ja eh aus dem Dings raus. Und dafür vielen lieben Dank, Skunk. Wie gesagt, ich lese oft nicht mit, aber manchmal dann doch. Und ich freue mich auch immer, wenn da echt was Wichtiges war, ne? Freunde, nur weil ich nicht drauf reagiere, heißt das nicht, dass ich das doof finde oder so. Ich lese einfach tatsächlich oft beim Spielen den Chat nicht so besonders viel mit, weil es ist schon Reden, Spielen, die Settings beobachten hier und alles. Und das überfordert mich schon auf dreifacher Ebene. Dann noch den Chat zu lesen, ist die vierte Ebene. Wenn ihr aber denkt, das war wichtig, dann schreibt mir das gerne noch. Schreibt das in einen Kommentar und das Video. Schreibt mir eine private Nachricht. Kommt ins Discord, labert mich da voll. Das haben schon viele gemacht. Ich bin da nicht böse. Ich habe nicht den Topf der Weisheit irgendwie gefunden und die einzige Antwort auf alles. Sondern ich freue mich immer über Input, wenn da jemand eine Idee hat, was man noch besser machen könnte. So, was wir jetzt besser machen könnten, ist die ultimative Rückhol-Tüdel-Aktion. Jetzt passt mal auf. Ich baue hier mal was. Ich baue hier mal was im Sinne von, wir machen da erstmal einen Fallschirm drauf. Das ist schon mal eine gute Sache. Dann machen wir da so einen Probe Core drauf. Den verstecken wir dann mal. Wartet mal. Nee, erstmal machen wir noch ein Docking-Coupling-Dings. Klampotron, Docking-Port. Der will gerade nicht. So. Das ist jetzt meine theoretische Unterstellung. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Ding. Wird aber gleich noch. So. Also das ist ein Rückholgefährt für drei Touristen. Korrekt? Kann ich noch rechnen? Drei. So. Wir haben 14 zurückzuholen. Das heißt, ich brauche davon potenziell 5 Teile. Richtig?
Richtig. Und nein, ich werde keine von diesen Touristen in Cargo Bays auf Sitzen runterholen. Ich habe schlimme Dinge gesehen, die mit Cargo Bays und Sitzen passieren. Das machen wir nicht. Sowas machen wir nicht. So, darunter kommt natürlich ein Heat Shield und hier an die Seite kommen natürlich zwei Thruster-Blöcke. Wo machen wir das denn am besten? Am besten machen wir das hier so. Zack, zack. So, sehr schön. Dann sind die nämlich. Ah, wartet mal. Das könnte man auch seitlich machen, dass die wirklich sauber ausbalanciert sind. Dann kann ich das mit dem Part Clipping hier. Also mit dem Angle Snap heißt das, glaube ich. Toggle Snap, genau. Sehr schön sauber legen. So. Genau. Ich sehe, was ihr wollt. Kennt das Video. Das bekannte, berühmt-berüchtigte Video. Ein Forschungsvideo übrigens, in dem Scott Mandy der Frage nachgibt, ob sich Körbels ab einer gewissen Anzahl wie eine Flüssigkeit verhalten. Die Antwort ist übrigens nein. Kann ich sehr empfehlen, da ist viel Schönes mit dabei. Da ist sehr viel Schönes mit dabei. So, das ist jetzt so ein Turi, nee, Space Camp heißt das. Space Camp. Space Camp Return. Kapsel. So. Zack. So. Also, davon brauche ich ja jetzt ein paar. Überlegung wäre jetzt zu sagen. Achso, ich kann jetzt nicht das komplette Ding klonen, aber ich kann das zumindest klonen. Ne, das hätte da rangehen sollen. Okay, aber wir können es ab da klonen. Pass auf, wir machen jetzt. Jetzt muss ich sie doch noch einmal von Hand bauen. Leider. Weil das mit dem Klonen nicht so mag. So, was ich jetzt mache, ist hier oben einfach. Ich wiederhole das Spiel. Ich baue jetzt hier die nächste Kapsel drauf. Jetzt muss ich nur daran denken, dass ich alles umdrehe, sonst wird das ein bisschen albern. So. Dann baue ich hier nochmal eine Kapsel drauf. Nein, baue ich nicht. Da kommt erst ein Fallschirm zwischen. Zack, zack. Die Idee ist natürlich, das jetzt gleich auf überaus patentierte Art und Weise mit Copy-Paste zu machen, damit ich es nicht immer wieder wiederholen muss. So. Ja, aber irgendwas muss das Root-Part sein, deshalb ist das mit dem Klonen ein bisschen kacke. Aber jetzt gleich ist ja die zweite Kapsel ist ja kein Root-Part. Ich habe nicht daran gedacht, dass ja in der ersten Kapsel auf jeden Fall das Root-Part mit drin ist. Deshalb war das so ein bisschen wenig brillant gerade von mir. So, aber wir kriegen das gleich hin. Nee, so wollte ich das nicht. Ich wollte, dass er da. Nee. Warum? Dann will ich, dass das sich bewegt. Genau, okay, alles klar. Das war jetzt irgendwie Brainfart. So, dann wollen wir wieder Kontrollen haben. So. Und genau, also, die Kapseln haben ja 30 Monopropellant drin. Wenn man Gewicht spart, kann man die Kapseln einfach mit Monopropellant deorbiten. Das ist schon der ganze Plan dahinter. Habe ich auch schon mehr als einmal gemacht. Und so eine Kapsel in sich mit einem Fallschirm oben dran ist natürlich ein recht einfaches Gerät, was relativ gut funktioniert. So, jetzt werdet ihr euch sicher fragen, aber wie machen wir denn das hier? Das ist mir persönlich auch noch ein bisschen unklar. Wir könnten jetzt natürlich einfach gucken, dass wir hier. Decoupler ist auch scheiße, ne? Decoupler ist auch scheiße. Was haben wir denn schon an Nodes hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das würde theoretisch funktionieren. So. Zack. So. Coupling. Machen wir das so. So. Dann brauchen wir ein Bauteil für die Mitte. Was bauen wir in die Mitte? Könnte man schon so machen, ne? Mal gucken.
Es funktioniert. Ja, dann. Ah, Kraken-Time. So. Boop. 15 Sitze, die aus dem Orbit zurückkommen können.